Phil Heath Basketball gespielt. Ja. Dann sagt er zu seinen Kumpels, also wie ihr aussieht, da mache ich 10 Wochen Bodybuilding, da rasiere ich euch. Und dann macht er das. Ja, ja. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr euch für das Video interessiert. Und natürlich hoffe ich auch, dass euch das Video gefallen wird. Wenn euch das Video gefällt, dann nicht vergessen, Kanal abonnieren oder auch mal einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch mal einen Kommentar schreiben, wie gut ich aussehe oder auch nicht, egal. Alles hilft dabei, diesen Kanal zu pushen. Und dafür bedanke ich mich natürlich. Vielen Dank für euren Support. Kommen wir zum Video. Nochmal gemeinsam mit Manuel Bauer. Ihr habt vielleicht schon ein Video mit ihm auf meinem Kanal gesehen. Und als ich den Manuel besucht habe, haben wir natürlich gesagt, wir nutzen die Zeit und nehmen natürlich mehr als ein Video auf. Deswegen auch hier jetzt nochmal vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Wir kennen uns ja schon lange. Und über die Jahre haben wir viele Bodybuilder kennengelernt. Und eins war immer wieder Thema, wenn wir über Bodybuilder gesprochen haben. Dieser Jargon, wenn man dann so einen Wettkampf sich anschaut und sieht den Athleten auf der Bühne oder die Athletin, dass man unten sitzt und sagt, boah, Junge, der hat eine super Genetik, der hat tolle Voraussetzungen, der hat Potenzial und. Jetzt ist es aber oftmals so, dass man ja gar nicht weiß vorher, ob man Potenzial hat, ob man die Genetik hat. Bei denen, die auf der Bühne stehen, da kann man das ja irgendwo schon mal sehen. Ja. So in Wettkampfform und wenn die sie dann präsentieren und ob die dann ersten oder letzten Platz machen, das sagt ja schon mal einiges darüber aus, inwieweit die richtige Genetik dafür haben, die richtigen Voraussetzungen. Aber ganz, ganz viele da draußen gehen ja ins Fitnessstudio, ärgern sich dann darüber, dass sie vielleicht keine Muskeln aufbauen und kommen dann so ein bisschen mit sich ins Unreine und schimpfen darauf, dass sie den falschen Coach haben, den falschen Trainer haben, das falsche Trainingsprogramm machen, vielleicht doch zu Oldschool oder Nullschool wechseln sollen oder wie auch immer. Also da gibt es viel Verwirrungen. Deswegen wäre es doch jetzt mal interessant zu wissen, woran erkenne ich, habe ich eine gute Genetik und habe ich eine schlechte Genetik? Und wenn ich eins von beiden habe, was kann ich trotzdem noch erreichen? Ja, Genetik ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger, entscheidender Faktor, was ja übrigens nicht nur in unserem Sport so ist, im Bodybuilding, sondern natürlich überall. Das ist leider auch das, wo ich immer sage, die Leute akzeptieren manchmal ihre Genetik nicht, weil die natürlich auf Biegen und Brechen versuchen, irgendwie besser zu werden. Das Leben basiert nicht immer auf Gerechtigkeit und nur weil ich etwas will. Oder selbst wenn ich noch so viel Ehrgeiz habe und alles Mögliche nehme, heißt das natürlich lange nicht, dass ich da hinkomme, weil dann natürlich durch die entsprechende Genetik einfach bei vielen Grenzen gesetzt werden. Und gleichzeitig ist aber auch so, dass das Wort Genetik häufig hergenommen wird, sage ich mal, um das aber ein bisschen auch als Ausrede zu nehmen. Ich habe ja halt keine Genetik dafür, weil die Leute aber auch nicht bereit sind, alles dafür zu geben. Also das sind immer so die zwei Punkte. Manche wollen die Genetik nicht akzeptieren und manche sagen einfach, ich habe die Genetik nicht. Wenn die aber mal ehrlich zu sich selbst sind, müssten sie sagen, ich gebe aber auch nicht alles dafür. Das sind immer so die Punkte. Ja, woran erkennt man eine gute Genetik? Also gar in unserem Sport ist es so, dass die Grundstruktur erstmal, die jemand mit sich bringt, dass das schon ein ganz wichtiger Punkt ist, wo man auch bei einem Anfänger oft schon sieht, hat er eine Genetik oder nicht, sei es jetzt, der hat ein entsprechend breites Schlüsselbein, hat dazu eine schmale Taille. Mhm. Wenn man das natürlich schon mal mitbringt, das sind schon gewisse Grundvoraussetzungen. Was kein Indikator ist für eine gute oder schlechte Genetik, wenn jetzt jemand einfach vielleicht dünn ist. Ne? Das heißt, lange nicht, wenn jemand dünn ist, dass man sagt, na ja, der ist jetzt dünn, der ist für das Bodybuilding oder für Muskelaufbau nicht gedacht. Das sehe ich überhaupt nicht so. Da gibt es genügend Beispiele, die wirklich mal richtig dünn oder also schlank waren. Also ich bin zum Beispiel immer sehr dünn gewesen. Ich würde mich bezeichnen als schlank, jetzt nicht dünn, aber ich war jetzt auch nie irgendwie, würde ich sagen, muskulös. Ich habe sportlich ausgesehen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Beispiele.
Also entweder die dünnen, es gibt auch Leute, die eher mal dick oder moppelig waren, gibt es genauso. Also das ist zum Beispiel auch kein Punkt, wo man sagen kann, wenn jetzt jemand vielleicht ein bisschen korpulenter oder so ist, der hat keine Veranlagung für den Sport, das kann man erstmal so nicht sagen. Also wie gesagt, wo man schon ein bisschen immer sieht, was hat jemand so für eine Grundstruktur einfach. Hat ein breites Schlüsselbein, Schultertaille, das sind schon so Dinge, wo man sagt, egal in welche Klasse, das ist natürlich für den Sport erstmal immer vorteilhaft, sowas, die Struktur einfach mitzubringen. Vielen geht es jetzt erstmal prinzipiell darum, Muskeln aufzubauen. Nicht zwangsläufig jetzt Wettkampfsport zu machen, sondern die gehen ja erstmal ins Fitnessstudio, haben vielleicht noch gar kein Wettkampfziel vor Augen, haben einfach das Ziel, ich möchte etwas sportlicher, muskulöser aussehen, etwas mehr Muskeln, haben ja auch gesundheitliche Vorteile, ganz klar. Ja. Wir bewegen uns ja mittlerweile im Alltag sehr wenig und viele haben vielleicht einen Bürojob und jetzt geht es darum, ich will etwas mehr Muskulatur aufbauen. Kann man da schon auf eine Genetik rückschließen, wenn man noch nie eine Hantel vorher hatte? Ich glaube, dass es nicht möglich ist. Nein, mit Sicherheit nicht. Also wenn jemand noch nie trainiert hat, dann kann der auch nicht sagen, unabhängig jetzt von dem, wie weit das mal geht, aber eine bestimmte Muskulatur kann ja jeder aufbauen. Und darum, wenn jemand natürlich noch nie trainiert hat, dann kann man nicht sagen, ich habe jetzt eine gute oder eine schlechte Genetik. Logischerweise ist es so, jeder ist für was anderes konzipiert, was natürlich auch an der Muskelfaserverteilung liegt. Es gibt einfach die Ausdauertypen mehr. Es gibt ja nun diese schnell und langsam kontrahierenden Muskelfasern und je nachdem, wie das verteilt ist im Körper, das ist natürlich auch wichtig, wie letztendlich jemand natürlich Muskeln aufbaut. Aber man kann jetzt generell nicht sagen, wenn jemand noch nie trainiert hat, dass man sagt, der hat jetzt keine oder eine gute Veranlagung, um Muskeln aufzubauen. Also das kann man meiner Meinung nach nicht so sagen. Ein Freund von mir, der in der DDR aufgewachsen ist, der hat mir mal erzählt, da hätten die sehr früh angefangen, die Sportler in die richtige Richtung einzusortieren. Also sie haben geguckt, Richtungen, wer kann eher länger laufen, wer kann eher schneller laufen und dann sind die schon in die jeweiligen Sportarten gepusht werden. Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt. Sind ja vielleicht von euch, die da Erfahrung mit haben oder in Ostdeutschland aufgewachsen sind. Ja. Aber da habe ich das schon gehört. Ich glaube, in vielen anderen kommunistischen Ländern, wo das die vielleicht das eher so strikter ist, die machen das, glaube ich, sogar. Genau, da wird halt schon mal geguckt, wer ist für was veranlagt. Wie du sagst, ist jemand jetzt vielleicht mehr, also ich weiß zum Beispiel bei mir, das habe ich aber zu Schulzeiten schon gesehen, ich war ein sehr guter, ich habe auch Leichtathletik gemacht, ein sehr guter 100-Meter-Läufer und das sieht man ja schon, ein 100-Meter-Läufer sieht anders aus wie ein Marathonläufer. Ich wäre nie ein Ausdauersportler geworden, das weiß ich. Und da haben die halt aussortiert, also da haben dann schon gesagt, okay, der ist mehr vielleicht ein Ausdauersportler mal und der mehr jetzt für eine Explosivsportart oder so weiter. Also das kann man mit Sicherheit. Ist auch eine Sache, die ich bei mir im Fitnessstudio beobachten kann. Ich trainiere ja schon sehr, sehr viele Jahre Menschen. Schon bevor ich das Fitnessstudio habe ich jetzt ungefähr 22, 23 Jahre. Und davor habe ich schon meine Kampfsportschulen gehabt, wo ich auch schon Kinder und Jugendliche trainiert habe. Und da ist mir schon aufgefallen, dass die eher ausdauernd sind, die eine sehr gute Kondition haben, wenn wir laufen gegangen sind. Da waren immer welche dabei, die sind vorne weggerannt, wo ich gedacht habe, der kann ja laufen wie ein Karnickel und das eine Stunde lang. Aber da hast du dann gemerkt, die hatten da wiederum Probleme, wenn es darum ging, irgendwelche Kraftübungen zu machen oder Muskeln aufzubauen. Ja, da kann man schon so ein bisschen dran erkennen, wer eine gute Veranlagung hat für langes, ausdauerndes Sporttreiben, der wird sich wahrscheinlich eher schwer tun, Muskelmasse aufzubauen. Und dann hast du so andere Typen, die ich kennengelernt habe, die kommen ins Fitnessstudio, erzählen mir, sie haben vorher noch nie Krafttraining gemacht und drücken dann aber gleich auf der Bank 60, 70 Kilo. Genau. Oder denkst, das gibt's doch nicht. Ja. Ich habe mit 30 Kilo Bankdrücken angefangen. Ja, also da sieht man schon bei solchen Leuten, da merkt man dann schon, unabhängig jetzt, da muss ja nicht immer Wettkampfsport sein, was die dann für eine Struktur haben, aber das sind Leute, die schnell Kraft entwickeln und meistens die halt dann auch schnell Kraft entwickeln, die bauen auch entsprechend Muskelmasse auf, weil die halt, so wie du gesagt hast, oder die anderen, die Ausdauersportler, das liegt halt dann an der unterschiedlichen Muskelfaserverteilung. Wie gesagt, diese langsam zuckenden, das sind mehr die Ausdauersportler oder halt die weißen Muskelfasern, das sind mehr die Leute, die dann Kraft und Muskulatur entwickeln. Das auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht der Wissenschaftler, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass ich mal gelesen habe, dass bei den meisten Menschen die Muskelfaser
Verteilung relativ ausgeglichen ist. Genau, relativ ausgeglichen, ja. Das heißt also, die meisten von euch können sowohl als auch sich in eine Sportart in die richtige Richtung trainieren. Es wird immer einen kleinen Teil geben, die haben eine sehr schlechte Genetik, die gehen ins Fitnessstudio und sehen wahrscheinlich nach 10 Jahren immer noch genauso aus wie am ersten Trainingstag. Tut mir leid, ist aber manchmal so. Das sind die, die wirklich ganz, ganz schlechte Genetik haben, um Muskelmasse aufzubauen. Das wären dann die meistens die Prädestinierten, da wäre es sinnvoller, einen Ausdauersport mehr zu betreiben. Ja. So, das wollen natürlich leider manche dann nicht wahrhaben oder hören, aber das ist so. Und das ist schon richtig, was du sagst. Bei den meisten ist es relativ ausgeglichen und die haben eine gewisse Genetik. Genetik ist ja ein sehr, sehr dehnbarer Begriff, weil Genetik heißt ja, wie gesagt, wie weit kann das mal reichen? Reicht es bei einem bis zu einem passablen Sportler, der irgendwelchen Landesmeisterschaften teilnimmt, was ja auch schon ein gutes Niveau ist, ne? Und der andere kann halt vielleicht mal ein international guter Athlet werden. Also wie gesagt, das ist ja dehnbar. Aber generell kann ein Durchschnittsmensch in beide Richtungen arbeiten. Und wie weit das dann halt reicht, das steht natürlich wieder auf einem anderen Papier, ganz klar. Und natürlich auch der eine sehr, sehr schlechte Genetik hat und wirklich nur wenig Muskelmasse aufbaut, der kann ja trotzdem sich in seinem Rahmen immer noch etwas verbessern. Genau. Der wird vielleicht nie einen Bodybuilding-Wettkampf erreichen können, das kann er vergessen. Aber auch als jemand, der ein sehr guter Ausdauersportler ist, kann es durchaus Sinn machen, aus gesundheitlichen Gründen auch ein bisschen Krafttraining zu machen. Und selbst der, auch wenn er es sehr schwer hat, wird Muskelmasse aufbauen können. Richtig. Der Unterschied ist halt der oft, und das meine ich auch, das basiert halt nicht immer auf Gerechtigkeit oder leider fast nie. Ja. Manche Leute müssen halt extrem viel dafür machen und manchen kommt es halt irgendwie zugeflogen, sage ich mal. Ab einem bestimmten Level natürlich, dann muss jeder Vollgas geben. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich teile auch, das ist ja auch immer so ein Spruch, der harte Arbeiter wird den Geneten immer schlagen. Der Meinung bin ich absolut nicht. Also außer der Genet ist wirklich stinkfaul. Fakt ist aber, wenn jemand keine oder eine schlechte Genetik hat, dann kann der irgendwann machen, was er will. Der kann sich halt umbringen dafür. Dann wird der jemand mit einer guten Veranlagung, und meistens die Leute, die halt eine gute Veranlagung haben und haben dann einen Erfolg, die müssen ja auch was dafür machen. Dann wird sich ein, in Anführungszeichen, nicht genäht, der wird den guten Geneten nicht schlagen können. Das ist meine Meinung. Also nur weil ich extrem diszipliniert, ehrgeizig bin, der härteste Arbeiter, deswegen habe ich nicht am meisten Erfolg. Das ist halt nun mal so. Aber wie gesagt, das ist ja überall so. Ich habe letztens, nur um das als Beispiel mal zu sagen, einen Klienten, einer, der bei mir im Coaching ist, bei mir im Studio gehabt. Und dann sagte er zu mir, ja, ich habe jetzt meinen Job runtergesetzt auf Teilzeit. Ich will mich mehr aufs Bodybuilding konzentrieren. Ich will Bodybuilding-Profi werden. Ja, Moment, da sage ich, wie jetzt Teilzeit arbeiten und Bodybuilding-Profi werden. Ich sage, zum einen brauchst du erstmal Geld, um deinen Bodybuilding-Lifestyle zu finanzieren. Also würde ich sofort wieder Vollzeit arbeiten. Und zum Zweiten, wir wissen noch gar nicht, ob du das Potenzial hast, um Bodybuilding-Profi zu werden. Vielleicht kannst du mal einen Bodybuilding-Wettkampf machen. Aber jetzt eine Aussage zu treffen, du willst Bodybuilding-Profi werden, schwierig, sage ich. Ja, konzentrier dich erstmal auf dein Leben. Da sagt er zu mir, ich schaffe das, weil ich härter arbeite als alle anderen. Ja, da sage ich, ist ein schönes Argument, aber nicht das alleinige Argument im Bodybuilding. Manche Sportarten sind von der Genetik abhängig, um da ganz weit vorne mitzuspielen. Ähnlich auch bei der Leichtathletik. Du kannst noch so viele Sprints trainieren, wenn du nicht die Genetik hast, dann wirst du da nicht ganz weit nach vorne kommen. Oder Eigentlich ist das überall im Leben so. Ich kann ja auch nicht sagen, ich will jetzt ein super Sänger werden, ich kann Gesangsunterricht nehmen, so viel ich will, ich werde niemals ein guter Sänger werden können. Und das passiert, wie gesagt, dass man bestimmte, ja, wie soll ich sagen, vielleicht Teilerfolge haben kann, wie du jetzt gesagt hast. Vielleicht reicht es bei dem, dass man sagt, okay, er kommt mal auf die Bühne. Das wird leider heutzutage auch ein bisschen so verkannt. Oder vielleicht reicht es sogar mal, um deutscher Meister zu werden. Das wird immer so getan, als ob das nichts mehr ist. Man muss erst mal deutscher Meister werden. Ja. Die meisten, die auf die Bühne gehen, werden das ja nicht. Wie viele von denen schaffen es wiederum, vielleicht international zu starten? Wie viele von denen schaffen es bis zu den Profis? Und selbst bei den Profis sieht man ja noch mal große Unterschiede. Der eine hat irgendwann die Möglichkeit zu sagen, ich werde Mr. Olympia. Der andere kann mal froh sein, wenn er überhaupt mal auf einer Olympiaball ist. Also man kann dieses
dieses Spielchen Genetik ja immer noch weiter treiben, wie weit reicht das mal? Also man kann, jeder kann aus seinen Möglichkeiten versuchen, das Beste rauszuholen, aber wie weit das letztendlich reicht, das ist wieder was ganz was anderes. Und wie gesagt, nur weil ich was will und sage, ich arbeite härter als alle anderen, das ist lange noch kein Garant. Seine Argumentation war dann, ja, Ronnie Coleman, der ist Mr. Olympia gewesen, weil der am härtesten trainiert hat, weil der am härtesten gearbeitet hat und, und. Habe ich leider zu ihm gesagt, dann erzähl das mal einem Markus Rühl oder einem Jay Cutler. Da musst du aufpassen, dass du nicht gleich eine Ohrfeige einfängst. Richtig. Weil ich bin der Überzeugung, dass die, die bei Mr. Olympia stehen, alle, die reißen sich alle den Arsch auf. Und wenn ich zum Markus Rühl sagen würde, ey Dicker, den Coleman hast du nicht geschlagen, weil du nicht alles gegeben hast, ja, dann kündigt der mir die Freundschaft. Ja. Weil ich weiß, wie der Typ sich den Arsch aufgerissen hat. Genau. Aber von unten bis zum Scheitel. Genau. Und trotzdem ist er an einen Ronnie Coleman nicht rangekommen, weil irgendwann kommen halt diese Grenzen. Und ganz natürlich genau werdet ihr dann auch sehen, dass jeder Bodybuilder sich unterschiedlich entwickelt. Ja, ganz klar. Er kann noch so ein Bizeps-Training machen, wenn du keinen hohen Bizeps hast, dann kriegst du den nicht. Genau, genau. Das ist durch deine Genetik vorgegeben. Wenn du die schmale Taille nicht hast, ja, ja, okay, lass dir ein paar Rippen brechen und ja, rausnehmen. Das geht vielleicht noch. Oder ein schmales Schlüsselbein. Aber ja, es gibt Dinge, die sind einfach begrenzt, die unterliegen der Genetik, wie sie sich entwickeln. Und deswegen haben wir auch einfach unterschiedliche Bodybuilder auf der Bühne, ganz die klar, meiner Meinung nach alle 100% geben. Ja, also mit einem bestimmten Level mit Sicherheit. Ja. Gerade je weiter das geht im Profibereich, aber selbst im Amateurbereich, die Leute geben mir auch, also die meisten, die geben richtig Gas und geben alles. Ne? Und da sieht man ja auch, wie weit das bei manchen reicht. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Leute, die sind relativ mit wenig Einsatz in Anführungszeichen, die haben sich vielleicht nicht den Arsch so sehr aufreißen müssen und haben trotzdem viel Erfolg gehabt. Das andere ist dann rein hypothetisch immer zu sagen, wenn man sagt, ja, wie hätte der vielleicht ausgesehen, wenn er das und das gemacht hätte, vielleicht wäre er auch gar nicht besser gewesen. Vielleicht, das ist ja auch immer so ein Ding, vielleicht war das für seinen Körper auch genau das Richtige. Das ist immer ganz schwer, sowas herauszufinden. Ne? Wie viel Training ist gut oder notwendig, wie viel ist schon zu viel? Und das ist ja mit allen Dingen so. Aber generell ist so, dass ab einem bestimmten Level, und ich rede ja jetzt nicht unbedingt vom Profibereich, sondern selbst darunter, dass die Leute sich alle den Arsch aufreißen. Und irgendwann ist bei den meisten dann oder bei nahezu allen, kann man, denke ich, so sagen, ist irgendwann der limitierende Faktor einfach die Genetik. Und vieles ist da halt auch im Bodybuilding dann etwas ungerecht, gerade bei den Frauenklassen. Ja. Da gibt es ja viele Mädels, die wirklich intensiv trainieren, die den Traum haben, auf die Bühne zu gehen, in der Bikini-Klasse zu starten. Aber je weniger ich mit Muskelmasse punkten kann, desto mehr bin ich natürlich auf meine Linie angewiesen. So ist es. Und dann wird die Genetik noch mal entscheidender. Genau. Und das ist als Frau ist es wirklich schon hart. Wenn du da nicht die Genetik hast, wirst du in einer Bikini-Klasse nicht erfolgreich sein. Nein, können. Nein, überhaupt nicht. Oder jetzt aktuell auch, weil der gefühlt jeder meint, er muss in diese Klasse gehen, in die Classic Physik. Ja, was unwahrscheinlich und auch Figurklasse bei den Frauen. Genau. Wenn da ist, du kannst ja im Bodybuilding immer noch versuchen, nee, ich sage jetzt mal, nicht so tolle Linie mit brutaler Masse oder Härte auszugleichen, aber in diesen Klassen ist das ja auch gar nicht gewünscht. Das heißt, man kann das nicht kompensieren. Und wenn da die Grundstruktur einfach nicht passt, dann muss man, so hart das natürlich für viele klingt, wenn die den Traum haben, Bühne, muss man sagen, ja, das wird aber leider nichts. Weil da würde ich dir jetzt nur irgendwas erzählen, was aber einfach nicht die Wahrheit ist oder was gelogen ist. Und hinterher, wenn du dann wirklich mitmachst, dann bekommst du halt quasi die Quittung. Da muss man dann so ehrlich auch zu sich selbst sein, wie gesagt, aus seinem Körper das Beste rausholen, keine Frage. Aber es wird halt für diese oder jene Klasse oder für dieses oder jene Level einfach nicht reichen. Das muss man dann auch akzeptieren. Und das kann man mit nichts in der Welt, ihr könnt den besten Coach, wie gesagt, alles am besten machen. Oder mit Chemie und sonst was, das wird man nicht kompensieren können. Gutes Thema, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, wir können es in dem Video nicht vermeiden, weil der eine oder andere sitzt jetzt garantiert daheim und sagt sich, ja, dann nehme ich halt mehr Stoff oder die nehmen mehr Stoff oder, ja, oder. Ist das die Schraube, an der ich drehen kann, wenn ich eine schlechte Genetik habe? Also ich möchte es mal bezweifeln, ich möchte es in Frage stellen. Nein, also ich glaube, man kann auch
da sprechen wir wahrscheinlich aus Erfahrung oder weil wir viele Leute kennen, jeder, der im Bodybuilding richtig gut geworden ist, und zwar egal jetzt, ob er so ein super Amateur ist oder ein Profi, das sind auch Leute, die am Anfang mit ganz wenig schon großen Erfolg gehabt haben. Denen man das dann übrigens nicht glaubt. Denen man das leider nicht glaubt. Ein Dennis James, ja, oder ein Jay Cutler oder ein Flex Wheeler sagt, ich habe, ne, nur... Ja, ja. Glaubt man denen natürlich erstmal nicht. Nein, ne? Das glaubt leider niemand, das ist das Problem, aber es ist so, also zumindest bei den Leuten, wo ich es weiß oder ich kann es von mir selbst so sagen, da ist man halt auch mit wenig schon weit gekommen, und wenn jemand mit wenig noch da keinen Erfolg hat, dann wird er auch mit viel keinen großen Erfolg haben. Das kann man bei allen Dingen sagen, und das ist auch immer nicht die, die am besten sind, aber da muss ich jetzt auch wieder für andere Sportarten sprechen. Das ist ja beim Bodybuilding ist halt immer so, das ist ein Optiksport, da sieht man es natürlich. Aber ich kann nicht sagen, der ist jetzt nur, hat die meisten Muskeln oder ist Mr. Olympia, weil er irgendwie am meisten nimmt. Und das kann ich genauso auf andere Sportarten übertragen. Nicht der Usain Bolt ist der schnellste Mensch der Welt gewesen, weil er am meisten nimmt. Nein, da passten halt alle Faktoren zusammen. Mhm. Und beim Bodybuilding ist das genauso. Und das ist leider das, wo ich meine mit dem Spruch immer, die Leute akzeptieren halt manchmal die Genetik nicht. Die wollen das nicht wahrhaben und sagen, jetzt muss ich an der Schraube noch mehr drehen. Nein, das funktioniert so mit Sicherheit nicht. Es birgt eine riesige Gefahr in sich, ja, eine riesige gesundheitliche Gefahr, ja, weil natürlich jeder meint, der etwas nimmt, das bringt ihm was, das, ja, bringt ihn auf den nächsten Level, und, ja, dann sieht er andere Sportler, die mehr Muskeln haben, und dem wird natürlich sofort suggestiert, na gut, wenn der mehr Muskeln hat, dann muss der mehr genommen haben, genau, weil, ja, ich stehe ja jetzt immer noch hier. Genau. Und das ist natürlich so eine Falle, in die viele reintappen, die aus den Köpfen nur schwierig rauszubekommen ist. Und deswegen, ja, kann ich es auch immer wieder beobachten, bei den Sportlern, die ich betreue, die zu mir kommen, die um Ratschläge bitten oder bei mir im Coaching sind, die sitzen mir dann gegenüber, nehmen Mengen an Medikamenten. Also ich kann euch versprechen, da gibt es Athleten, die haben mit diesen Mengen bei einem Mr. Olympia teilgenommen. Ja. Und trotzdem möchte man nicht wahrhaben, dass das die Realität ist. Und das, ja, geht halt an manchen vorbei. Wer ohne Medikamente schlecht Muskulatur aufbaut, wird auch mit Medikamenten so ist es nicht auf einmal zu einem Muskelmonster werden und, genau, rasant besser Muskeln aufbauen. Genau. Das, genau, ist, glaube ich, das Problem. Und Athleten, die natural schon gut waren, wenn die dann das unterstützen, dann wären das halt mal Top-Bodybuilder. Ja. Und da gibt es halt einige Fälle. Ne? Wir hatten eben Dennis James gesagt, der, wenn man seine Karriere verfolgt, bis ins heutige Alter, immer noch ein toller, attraktiver, muskulöser Mann. Ja. Und der war auch als junger Mensch schon, also da Breakdance, genau, und so gemacht hat, war schon muskulös. Phil Heath, Basketball gespielt. Ja. Dann sagt der zu seinen Kumpels, also wie ihr aussieht, da mache ich 10 Wochen Bodybuilding, da rasiere ich euch. Und dann macht er das. Ja, ja. Ich war beim Phil Heath, nee, anders, ich war mit Phil Heath essen, als ich mit ihm in Kuwait war. Und dann hat er am Tisch während dem Essen so alte Bilder von sich gezeigt, als Jugendlicher. Und da hast du das schon gesehen. Der hatte, ja, schon diese runden Muskelbäuche. Ja. Ja. Und dann sagt er zu mir, zu der Zeit habe er dann noch keine Gewichte gehoben. Ein paar Liegestütze, ja, okay, und ein bisschen Basketball gespielt. Ja, ja. Und da hast du das schon gesehen, ja, diese Ansätze. Ne? Ist ja meistens bei den schwarzen Athleten natürlich sowieso noch ausgeprägter. Die haben meistens von der Genetik her, sind das einfach mehr die athletischen Typen, die haben diese, wie du sagst, runden Muskelbäuche. Das sieht man da häufig. Also wir haben ja hier selbst viele Amerikaner bei uns im Ort. Da siehst du manche, da denkst, da schläft dir das Gesicht ein, die haben kaum trainiert und haben einfach diese Grundstruktur und Veranlagung. Das sind dann meistens dann schon auch die müssen zumindest, wie gesagt, bis zu einem bestimmten Level weniger dafür machen. In jeglicher Hinsicht, die müssen sich meist auch beim Training nicht so abgewöhnen, das funktioniert halt bei denen einfach. Ne? Aber das sind halt oft auch Ausnahmen, muss man sagen. Aber generell ist es so, wie du gesagt hast, und das war halt auch früher, muss man ganz klar sagen, gang und gäbe, da hast du jahrelang erstmal trainiert, weil du gesagt hast, ich schaue jetzt mal, was ist überhaupt machbar. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, man wusste das ja gar nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, wir haben hier früher einen Profi-Bodybuilder schon gehabt, das waren meine Anfangszeiten, und ich war fest davon überzeugt, und das war gut so,
dass ich gesagt habe, so kann man mit Eiweiß oder Aminosäuren aussehen. Also man hat Respekt davor gehabt, hätte sich niemals fragen trauen und hat einfach mal jahrelang Gas gegeben und dann hat man ja trotzdem schon ordentlich Muskeln aufgebaut oder Gewichte bewegt und das absolut natural. Und die Leute, die damit schon Erfolg gehabt haben, da hat man gewusst, die haben letztendlich auch eine Genetik für diesen Sport. Und so wie du gesagt hast, wenn jemand wirklich vieles richtig macht und ist natural und hat damit keinen Erfolg oder wird nichts aufbauen, dann wird das auch mit Medikamentengabe, wird das kein guter Bodybuilder werden. Und es wird immer welche geben, die halt diesen genetischen Vorteil haben, die Freaks sind. Ja. Das sollte man dann auch nicht in Frage stellen. Ein Urs Kalischinski hat natural toll ausgesehen, super Wettkämpfe ausgesehen gemacht. Ja, ja. Wir haben einen Paul Unterleitner oder wie er heißt. Ja. Oder einen, wie heißt der, den du jetzt da begleitest? Also da gibt es einige. Es gibt einige, ja. Und Vincent irgendwas, egal, spielt auch keine Rolle. Ich will damit nur sagen, es gibt immer wieder Beispiele ja. von jungen Männern, wo es durchaus möglich sein kann. Ja. Das ist nicht die Normalität. Die Nein. wird von lieben Gott ein bisschen gesegnet. Ja. Das wird den wenigsten gelingen. Ist aber auch nicht fair, dann immer gleich zu schreien, der nimmt was. Nein, nein. Denn natural ist viel, viel möglich. Kostet natürlich jedem von uns Energie, Zeit, viel Hingabe und halt diese Genetik, ob ihr die habt oder nicht, die werdet ihr halt nur rausfinden, wenn ihr ins Training geht und euch den Arsch aufreißt. Und mal ganz von abgesehen, diese Jungs, auf die dann gezeigt wird, ja, ne, der nimmt ja wahrscheinlich doch was, die machen aber meistens hundertprozentig alles richtig. So ist es. Die haben halt, das ist manchmal auch... Das muss man denen halt auch mal lassen. Die machen alles richtig, manche machen es instinktiv richtig oder haben ihren Weg relativ schnell und einfach auch gefunden. Die haben irgendwann so ein Trainingssystem als Beispiel gehabt oder eine bestimmte Form der Ernährung und haben gemerkt, das funktioniert, ohne dass die haben viel ausprobieren müssen. Es gibt ja auch manche, die müssen erstmal viel rumprobieren, was ja, passt für meine... Das Richtige für sich. Genau, das Richtige. Und das sind halt oft Leute, die haben einfach gemacht... Und das hat einfach funktioniert. Und das sind dann natürlich, klar, die sind von Gott gesegnet. Die gibt es natürlich, die müssen sich da keinen Kopf machen. Das ist definitiv die Minderheit, ganz klar. Das ist nicht die Mehrheit von Leuten. Aber dafür sind das auch die irgendwann die Besten der Besten. Ne? Und es ist nun mal so, wenn es ja so einfach wäre, oder dann würden, das ist meine Meinung immer, dann würden, egal ob jetzt bei einer deutschen Meisterschaft oder würde man es höher greifen bei einer Mr. Olympia, dann würden ja dann irgendwann nicht nur 15 Leute stehen oder selbst bei einer deutschen Meisterschaft, da müssten ja hunderte von Leuten stehen. Mhm. Aber so ist es halt nun mal nicht. Also dann erkennt man schon, Genetik ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor. Und trotzdem aber da auch nochmal gesagt, ihr könnt nur feststellen, habe ich eine gute Genetik, wenn ihr wirklich auch mal alles andere so gut wie möglich richtig macht. Ne? Also wie gesagt, ich kann nicht sagen, ich habe eine schlechte Genetik und eigentlich, wenn man es mal analysieren würde, würde ich sagen, ja pass auf, du trainierst aber schlecht, nicht hart genug, du isst viel zu wenig oder nicht ausreichend, du schläfst jeden Tag nur 5 Stunden, dann kannst du nicht sagen, du hast eine schlechte Genetik, weil viel zu viele Faktoren überhaupt nicht passen bei dir. Erst wenn man das alles mal gemacht hat und zwar über auch einen entsprechenden Zeitraum, Bodybuilding geht nicht von heute auf morgen, und dann kann man irgendwann sagen, okay, wenn ich das ein paar Jahre gemacht habe und wirklich mir da den Arsch aufgerissen habe, wenn dann irgendwann nichts vorwärts geht, okay, dann muss man es übelweise akzeptieren und sagen, ich habe einfach nicht diese Genetik dafür. Um das Video abzuschließen und nochmal ein paar Worte zu finden, die wenigsten von euch, die das Video schauen, wollen ja auf Bodybuilding-Wettkämpfe. Das heißt, schiebt es nicht auf eure Genetik, gebt nicht zu früh auf. Ja. Denkt immer daran, dass Muskelaufbau, Bodybuilding, dafür braucht man Geduld, Zeit. Das geht nicht schnell. Ja. Das ist, man sagt immer so schön, Bodybuilding, Kraftsport ist ein Marathon, kein Sprint. Ja. Keiner hat von heute auf morgen ausgesehen wie Adonis. Hinterfragt euch, ob ihr wirklich alles dafür tut, damit ihr euren Körper verändern könnt. Oder macht ihr es euch vielleicht zu einfach und macht alles nur halbherzig und schiebt es dann auf die Genetik. Genau. Und zu guter Letzt, unabhängig davon, ob ihr eine gute oder schlechte Genetik habt, jeder, und das hat der Manuel eben bestätigt, jeder kann, wenn er hart genug arbeitet, sich auf jeden Fall verbessern. Schwierig heißt nicht unmöglich. Und alles ist erstmal unmöglich, bis es jemand macht. Deswegen strengt euch an, habt Freude dran an dem, was ihr tut und macht euch nicht zu früh Gedanken darüber, ob ihr eine gute oder schlechte Genetik habt.
arbeitet erstmal und nehmt euch die nötige Zeit. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einschalten bei einem meiner anderen Videos. Ihr findet auch noch andere Videos mit dem Manuel auf meinem Kanal. Und wenn ihr mehr von Manuel sehen wollt, folgt ihm einfach auf Instagram. Kein Problem, oder? Würde mich freuen, sehr, sehr gerne. Die Adresse blendet man natürlich ein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.